Hallo und herzlich willkommen zu Für immer jung mit Kleinigung. Heute wollen wir einmal etwas Ungewöhnliches machen, nämlich wir wollen einen Blick nicht nach vorne werfen, sondern einen Blick zurück in die Geschichte der Anti-Aging-Medizin. Da sagen viele, naja gut, das hat so in den 1990er Jahren in Amerika begonnen, weit gefehlt. Die Geschichte geht viel weiter zurück. Im Prinzip steht sie schon am Anfang der Medizingeschichte überhaupt. Das älteste Dokument, medizinische Dokument, das wir haben, sehen Sie hier, das ist der Papyrus Ebers, altägyptisch, 1500 vor Christus. Und da finden wir bereits ein Kapitel mit der schönen Überschrift: Wie mache ich aus einem alten Mann einen jungen Mann? Was dann folgt, ist nicht so wahnsinnig sensationell. Bisschen ätherische Öle, bisschen Boxbeutelsamen, da haben wir heute sicherlich mehr anzubieten. Aber wir sehen, bereits am Anfang der Medizingeschichte steht die Anti-Aging-Medizin. Eine wichtige Figur für die Medizingeschichte ist dann in Griechenland Hippokrates. Der gilt als Vater der abendländischen Medizin. Hat die sogenannte Vier-Säfte-Lehre begründet. Da wird geschildert, wie Krankheiten entstehen durch Dysharmonien, durch Verschiebungen dieser vier entscheidenden Körpersäfte. Und auch Altern wird erklärt. Nicht durch Verschiebungen der Säfte, sondern durch deren Austrocknung. Keine schlechte Theorie, Altern als Austrocknung unserer Körpersäfte. Die alten Römer haben ebenfalls ihren Beitrag geleistet. Die haben das Badewesen perfektioniert. Die römischen Thermen sind heute noch eindrucksvoll. Das Prinzip lautete Sanitas per aquam, Gesundheit durch Wasser. Und die Abkürzung dafür lautet Spa. Und den wenigsten, die heute den Spa-Bereich ihres Hotels besuchen, ist wahrscheinlich bewusst, dass das auf die alten Römer zurückgeht. Also die Römer als die Erfinder der Wellness. Im Mittelalter hatten wir dann die Alchemie. Die Alchemie versuchte, unedle Metalle in Gold zu verwandeln. Sie versuchte aber auch, die ewige Jugend zu begründen. Beides ist ihr nicht wirklich gelungen, aber es gibt interessante Abfallprodukte. Das Porzellan zum Beispiel ist auf diese Art und Weise gefunden worden, statt des Goldes, das weiße Gold. Und es gibt auch interessante Ansätze im Anti-Aging-Bereich. Roger Bacon gilt als einer der führenden Wissenschaftler dieser Zeit. Er empfahl zu Anti-Aging-Zwecken älteren Männern, und man muss jetzt einfach mal sagen, meistens ging es um Männer in dieser Zeit, wenn es um Anti-Aging ging, dass sie sich von jungen Frauen anhauchen lassen. Klingt abstrus, was steckt dahinter? Die Theorie, dass Krankheiten übertragen werden durch schlechte Luft, die gab es schon im Mittelalter. Und wenn schlechte Luft Krankheiten überträgt, dann überträgt gute Luft auch Gesundheit und vielleicht auch ewige Jugend. Also damals ließen sich alte Männer dann von jungen Frauen anhauchen, war für die alten Männer sicherlich ganz angenehm. Ob es das Leben verlängert hat, weiß man nicht. Ob es für die Frauen so angenehm war, steht auch dahin. Im 18. Jahrhundert gab es dann in Deutschland einen wichtigen Arzt, Hufeland. Praktizierte in Preußen, behandelte viele Könige dort, und der wohl prominenteste Patient von Hufeland war Goethe. Und Hufeland war ein früher Zivilisationskritiker. Schon im 18. Jahrhundert sagte er, viele Krankheiten entstehen dadurch, dass wir uns nicht mehr genug bewegen, dass unsere Umwelt, die Städte schmutzig werden. Also was er empfahl, war raus aufs Land, Bewegung und so weiter. Und Goethe nahm diese Lehren durchaus ernst. Er mietete sich dann gleich ein Gartenhaus vor den Toren von Weimar, wo er dann auch viel Zeit verbrachte. Er wurde dann tatsächlich 82 Jahre alt, was für einen Mann, der im 18. Jahrhundert geboren wurde, durchaus respektabel ist. Im 19. Jahrhundert sehen wir dann, dass sowohl die Endokrinologie, die Lehre von den Hormonen, als auch die Chirurgie ihren Siegeszug beginnen. Und es gab einen Arzt, der beides miteinander verband,
Serge Woronow war ein russischstämmiger Chirurg und er machte auch Anti-Aging-Therapien und zwar ganz besondere. Auch hier war die Zielgruppe wieder alte Männer und diesen alten Männern verpflanzte Serge Woronow die Hoden von Affen. Alte Männer haben ja häufig das Problem, dass sie unter erektiler Dysfunktion leiden, also Potenzprobleme haben. Und da waren Affen tatsächlich naheliegend. Affen sind dem Menschen ziemlich ähnlich und sie gelten als sehr potent. Also was lag näher, als dann diesen alten Männern Hoden von Affen zu transplantieren? Das war nicht etwas, was nur im kleinen Rahmen praktiziert wurde. Serge Woronow war zur damaligen Zeit der bekannteste und reichste Chirurg seines Zeitalters. Und dass das Ganze dann nicht noch mehr aufblühte, hatte einen einzigen Grund. Es gab in Europa nicht mehr genügend Affen. Die Operation war so populär, dass reiche Männer, sogar Kriminelle, beauftragten, Affen aus Zoos zu entführen, damit dieser Mangel an Affenhoden behoben werden konnte. Die Amerikaner sind da häufig pragmatischer. Es gab zur damaligen Zeit in Amerika einen Arzt, Romulus Brinkley, der sicherlich nicht der begnadetste aller Chirurgen war, aber ein sehr guter Geschäftsmann. Und Brinkley hatte klar erkannt, dass das mit den Affenhoden als Geschäftsmodell nicht wirklich gut funktionierte, weil es einfach nicht genügend Nachschub gab. Was anderes ist bei Ziegen der Fall. Ziegenböcke gelten ebenfalls als potent. Was machte Romulus Brinkley? Machte eine Anti-Aging-Klinik, bei der er hinter der Klinik eine Ziegenfarm hatte. Und man konnte dort zu dieser Klinik gehen, sich dann diese Hoden von Ziegenböcken auch transplantieren lassen. Vorher ging man dann durch den Ziegenstall und suchte sich den entsprechenden Ziegenbock aus. Also ähnlich wie heute in guten Fischrestaurants, wo man mit dem Koch vorher herumgeht, um dann den entsprechenden Hummer auszuwählen. Was man auch sagen muss, das Ganze war einfach nur dummes Zeug. Die Testosteronspiegel wurden dadurch nicht wirklich erhöht. Man muss sich im Gegenteil wundern, dass nicht mehr Abstoßungsreaktionen, Infektionen und so weiter auftraten. Aber vielleicht traten die auch auf und wurden nur nicht berichtet. Was sich hier aber wieder zeigt, ist, es gab wahnsinnig viele Patienten, die mit diesen Operationen sehr zufrieden waren. Also letztendlich ein reiner Placebo-Effekt, aber auch da wissen wir, Placebo ist nicht gleich Placebo. Je invasiver die Methode und umso teurer sie ist, umso besser wirkt sie offensichtlich. Und auch dieses abschließende Beispiel zeigt wieder einmal etwas, was Hufeland schon im 18. Jahrhundert in seinem Buch geschrieben hat, nämlich: Die Altersforschung war schon immer ein Feld für die hellsten Köpfe des jeweiligen Zeitalters. Es war eine Spielwiese für Tagträumer und es war eine große Verlockung für Schurken und Scharlatane. Daran hat sich in den letzten 200 Jahren nicht so wahnsinnig viel geändert. Wer weiterlesen möchte, hier gibt es noch einige Links zur Geschichte der Anti-Aging-Medizin. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Für immer jung mit Kleinigung.